bin ich nach ein paar Minuten, 3 Minuten verspätet, aber ist ein anderes Thema. Verdammt. Habe ich nämlich noch den bisschen den Symphon Schoko Stern TV verfolgt, weil sie hat auf mich reagiert. Und da war ich neugierig. Deswegen habe ich bisschen noch, bin ich noch ein bisschen da geblieben. Deswegen habe ich den da jetzt ein bisschen gemacht. Aber, was ist überhaupt der Plan für heute? Das ist eine große Frage. Ich habe ein paar Spiele, die ich auf jeden Fall spielen will, beziehungsweise auch muss. Und ich habe sie mir auch installiert mittlerweile schon, aber ich weiß halt nicht, womit ich anfangen will. Ich habe hier halt, wie viele habe ich? Eins, zwei Spiele, okay, die ich auf jeden Fall bringen muss. Und hey, Baumeister, willkommen. Zwei Spiele, okay, die anderen zwei muss ich auf YouTube bringen, aber die anderen zwei könnte ich theoretisch bringen. Weiß auch nicht, ob ich ich habe jetzt zwei Spiele zur Auswahl. Und ich kann ihn mal kurz zeigen. Die ich auf jeden Fall noch bringen muss. Einmal muss ich. Wie heißt das Spiel? Einmal. Hoppala. Habe ich schon falsch angegeben hier. Das hier. Oh Gott. Wo muss ich das hier spielen? Und dann muss ich noch das hier spielen. Das sind auf jeden Fall Spiele, die ich auf jeden Fall noch spielen muss. Ich sehe gerade, ich habe Tyria nur noch 6 Tage Zeit. Das heißt, wir gehen in Tyria rein. Also hier, weil ich habe nur noch 6 Tage Zeit. Bevor ich dann das da verpeile, mache ich das doch lieber, bevor ich das da dann da Dings so. Aber ich muss immer ganz kurz noch was machen dafür, damit wir das richtig haben. So, einmal brauche ich Dichter. Machen wir das die Kategorie. Aber egal, gehen wir trotzdem rein. So. Ich kann das ja nicht copy and pasten, weil genauere Überlegung, wenn ich die schon copy and paste und meine ich einfach so einfügen. Warum ist mein Ding so weird? So. Ja, was brauche ich noch? Ich brauche den Tag. Okay. Oh no, ich hatte noch einen anderen Tag drin. Ah ne, den habe ich schon. Okay. Und was ist der andere Tag? Da, habe ihn gefunden. Okay. So, bin ich mal gespannt auf das Spiel. Wie es wird. Ich würde sagen, starten wir das Ganze mal. Oh, ich bin gespannt. Wie wird heruntergeladen? Ich habe das doch heruntergeladen. Oh, ich war Kackeiern. Ja, okay, sind nur ein paar Megabyte, das geht ja noch. Das geht ja noch. 24 Sekunden verbleiben. Das geht ja. Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, welches ich dank Keymailer bekommen habe. Nochmal vielen, vielen lieben Dank an die Leute von Keymailer. Ist auf jeden Fall interessant aus. Wir können uns mal kurz nochmal die Shop-Seite anschauen. Das sah auf jeden Fall sehr interesting aus. Hier haben wir ein bisschen Gameplay. Bisschen. Das sah cool aus, was ich da gesehen habe. Deswegen habe ich es einfach angenommen. Ein bisschen. Oh, und jetzt ist es gestartet. Okay, cool. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Was? Warum hat sich das Spiel geschlossen? Lol. Ding, 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 ding. So. Jetzt zeigt er das natürlich. Ich muss in die Spielaufnahme, glaube ich. Ich muss in die Spielaufnahme, weil sonst nimmt er das nicht. Wo ist meine Spieleaufnahme schon wieder hin? Ich wünsche mein OBS wäre nicht so fürchterlich. Aber das ist leider super fürchterlich. Ich muss da echt mal aufräumen hier. Ist, da ist das. Dann muss ich noch einmal das hier machen. So, und dann kommst noch du und du. So, kann ich die Musik eigentlich wieder ausmachen? So. Was? Wer folgt mir? Okay. Ich muss mal wieder in die Liste schauen, wer mir folgt. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. So, dann hoffe ich mal, dass das Spiel gleich nicht laut oder leise ist. Wir werden es herausfinden. Und dass OBS das Spiel anzeigt, was es gerade nicht tut. Leider. Ah, selber Streamer, oha. Krass. Nein, nicht nach ganz unten. Ganz oben wollte ich das machen, verdammt.
Warum OBS? Warum zeigst du das jetzt nicht? Warum OBS? OBS, warum zeigst du das Spiel nicht? OBS, was soll das? 855 Follower, krass. OBS, was soll das? Naja, dann mache ich das eben anders. Ah, da ist es. Okay, gut. So, willkommen im Universum. Oh Gott, ist das Spiel laut. So. Oh, du kennst ihn selber, krass. Also, willkommen im Universum von Tyria. Ein großes Dankeschön für dein Vertrauen. Du stehst kurz davor, zusammen mit Tyria Träume und Albträume zu holen. Jeder neue Entdecker ist ein weiterer Motivationsschub für unser kleines Team. Tyria ist darauf ausgelegt, ein schwieriges Spiel zu sein. Eine Niederlage hilft dir dabei, Spielmechaniken einzuschätzen und deine Entscheidung zu überdenken. Also zögere nicht und starte die nächsten Erkundungen. Wir arbeiten hart daran, die geplanten Inhalte für 1.0 fertigzustellen. Dazu zählt Akt 2 der Geschichte sowie neue Wächter und Feinde. Komm gerne in unseren Discord-Kanal, teile bitte deine Eindrücke und Benachrichtigungen. Okay. So, bin ich mal gespannt. Das erste, was ich aber erstmal machen werde, ist. Das ist nämlich viel zu laut für mich. Das heißt, ich muss den OBS wieder lauter machen, damit das sich ausgleicht. So. Anzeige lasse ich. Ich glaube, ich lasse das erstmal so. Mal schauen. Und nochmal einen vielen, vielen lieben Dank an die Leute von Kimmel und auch natürlich an die Entwickler von dem Game. Mega, mega cool, dass ihr mir das kostenlos zur Verfügung gestellt habt. So, ich habe jetzt normal gemacht, ich glaube schon. Im fieberhaften Licht der Dämmerung, ein kürzlich erwachten Waldes, ein Strom und sein Fluss im Tal, eine Hütte am Rande eines verstecktes Gehöltes. Ein Fremder klopft an der Tür. Klopf, klopf. Verdammt, jetzt müsste ich mal. Ich mein Voiceboard nicht richtig eingerichtet. Damit meine ich mein Stream Deck. Dann hätte ich so ein Klopfgeräusch abspielen können. Er trägt mit sich seine Ängste und Geheimnisse, aber auch den Beginn einer unglaublichen Geschichte. Okay, bin ich gespannt. Bin ich gespannt auf das Game. Sieht auf jeden Fall cool aus. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon 10 Mal gesagt, aber ich bin wirklich gespannt. Ha. Ah, ist sie eine Menschenseele? Bitte! Vergib mir meine Eindringen. Ich brauche Hilfe. Willkommen, alter Mann. Du musst wissen, ich habe dich erwartet. Was? Mich? Du hast mich erwartet? Ich bin verwirrt. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Mein Besuch ist aus der Not geboren und ich hoffe, du könntest. Keine Sorge, alter Mann. Ich bin bereit. Etwas mehr Zeit wäre nicht schlecht gewesen. Aber da du mich schon mit deiner Anwesenheit beehrst, das. Ja, aber gut, aber ich. Du wirst mein erstes Versuchskaninchen sein. Ein Vorbote. Ich weiß, dass du wegen dem Fluch gekommen. Ich weiß, dass du wegen dem Fluch kommst, der das Dorf befallen hat. Und das zu Recht. Denn das Böse wird euch verzehren, wie eine Nekrosse, aber eine Sache nach der anderen. Ich kümmere mich erst um deinen Fall und befreie dich von deinen Qualen. Das Unglück hat dich erst kürzlich erteilt. Es wird leicht zu lüften sein. Ein hervorragender Anfang für mich. Ich werde dich jetzt einschlafen lassen und deinen Schlaf nutzen, um in deine Träume einzugreifen. Sie beherbergen die Ängste, die in der Flucht in des Dorfes nähern. What? Wie bitte? Entschuldige nicht. Brennt dein Arm? Komm etwas näher. Ich kann hier Sachen andrücken. Was ist das? Relikt der Würfel. Dieses Relikt scheint älter zu sein, als die anderen, soweit Tyria das beurteilen kann. Hat der Würfel ein Bewusstsein und hat stets versucht, sie zu beschützen. Die Oberfläche ist ständig in Bewegung und im Inneren scheint ein blaues Herz zu pulsieren. Die Hexe hat gelernt, wie sie den Äther des Würfelns absorbieren und auch kanalisieren kann, um sich so zu schützen und um ihr Seelenstein zu verstärken. Das ist der Grundstein, um sich gegen die Albträume zu wappnen. Okay. Oh Gott. Deine Wahl. Okay, bin ich gespannt. Ein Seelenstein von Licht durchdrungen gewährt die Begabung für Heilen, Feuer und Verbrennung. Denke ich, werde das nehmen. Aber mal schauen, was wir noch haben. Ein Seelenstein von Zeit durchdrungen gewährt die Begabung für Massenkontrolle, Zeitbeherrschung und Kälteschaden. Zeitbeherrschung. Was? Hä? Wieso kommt da manchmal so ein Text?
Ein Seelenstein von Verteidiger, Kraft durch Drogen gewährt die Begabung für provokanten Schutzausnahmen und psychischen Schaden. Okay, und ein Seelenstein von Erinnerung an Waffen, durch Drogen gewährt die Begabung für physische und unbarmherzige Fähigkeiten. Oh, das klingt alles so cool. Ich denke. Ah, der Tyria kann Seelenstein eineinhalb mit dem Ferientag. Ah, das ist okay. Okay, mit dieser Stein kannst du den ersten Wächter erschaffen. Ich denke, ich werde das nehmen bei genauerer Überlegung, oder? Ja, warum nicht? Okay, dann haben wir noch einen. Ein Seelenstein, das ist eins von zwei, stand da, hoppala. Ein Seelenstein von Schattendurchdrung gewährt die Begabung für Schattenenergie, hinterhältige und Angriffe und Massenkontrolle. Ein Seelenstein von purer Wut durchdrungen gewährt die Begabung für mächtige Nahkampffieber und Blutung und Bewegung. Oh, das klingt auch so, okay. Das klingt auch nützlich. Ein Seelenstein von Todesmagie durchdrungen gewährt die Begabung für anhaltenden Schaden und unnatürliche Fähigkeiten. Und der Seelenstein der Natur gewährt die Begabung für Giftmagie. Manipulation und Beschwörung. Aber wahrscheinlich soll das leichte Manipulation heißen, vermute ich jetzt mal. Ja, Manipulation bin ich dabei. Lul. Fusioniere zwei Herstellungsgeschichte und Wächter ausrüsten. Talisma oder Schmuck herzustellen. Okay, ich kann die. Ah, ich kann da Sachen kombinieren und daraus neue Sachen rausballern. Okay, das ist cool. Hier und lege Material auf die Tischplatte und dann beginnt die Fusion. Das Level, was für eine Fischplatte überhaupt? Oh no, auch ich habe den immer noch nicht geändert. Verdammt, ich wollte ihn schon die ganze Zeit ändern, aber ich habe ihn nicht geändert. Nein, Moment. Oh Gott, warum? So. Ich wollte ihn schon die ganze Zeit ändern. Ich mach's einfach nicht so. Der müsste aber hoffentlich gehen. Verdammt. Ich muss ihn echt mal ändern. Der Level der Hexenkunst steigt mit jeder Fusion und schaltet neue Belohnung frei. Seelenstaub ermöglicht die Erschaffung von Seelenstein. Steine und Schmuck können zu Seelenstaub verwertet werden. Okay, die ersten platziere Seelen. Oh Gott. Was? Discord-Profil? Oh Gott. Ah, oh, okay. Aber ich hätte das eh erst nach dem Stream dann gesehen, weil wenn du nichts gesagt hättest, dann hätte ich gar nicht drauf geachtet. So, was soll ich machen? Öffne die Werkbank. Das haben wir. Platziere einen Seelenstein mit Tag-Affinität in der Werkbank. Wo sehe ich denn? Ist das Tag-Affinität? Ja. Das ist dann das hier. Okay, dann sind die jetzt kombiniert. Ein Wächter. Wer stelle ich denn jetzt einen Wächter? Ah. Okay, ich glaube, ich habe einen Wächter gemacht und ich habe zwei Achievements bekommen. 9 Wächter erschaffen. Ein neuer Wächter des Archetyps Hexendoktor hat sich eine Truppe angeschlossen. Du kannst ihn dir genauer anschauen, sobald den ersten Traum abgeschlossen ist. Hier ist ein Blick auf seine Fähigkeiten. Okay, 26, die gesamte Gesundheit. 26 Gesundheit ist wahrscheinlich Angriff. Ja, Verteidigung, was ist das? Kritische Treppe, Chance, Schaden heilen und da. Okay, 4. Attributgeschwindigkeit. Ausweichen. Und Chance, sich mit anderen welchen zusammenzuschließen. Okay. Ein Seelenschein vom Griff der Natur. Durchdrungen gewährt die Begabung für Giftmagie, Leichmanipulation und Beschwörung. Die Fähigkeit der ersten Steins ist. Unheilbar. Versucht zwei Giftschaden an, erhält 2 Äther, verursacht 8 Schaden an, versucht Status statt Statil unheilbar an. Ein Seelenstein von Licht durchdrungen gewährt die Begabung für Heilen, Feuer und Verbrennung. Die Fähigkeiten, die ersten Stein sind. Boah, 15,9 Feuerschaden, ist das viel? Wir werden es herausfinden. Okay. Schaffe einen Stein. Wie mache ich denn jetzt einen Stein? Wo mache ich jetzt einen Stein? Das mal jemand erklären.
So will den Stein abhaffen. Okay. Ich habe einen Stein gemacht. Ich habe einen zweiten Stein. 100 Staub. Wo habe ich denn das Staub bekommen? Ich schaffe den zweiten weg, dann kann ich die jetzt wahrscheinlich kombinieren. Genau. Okay. Dann haben wir Neues. Heilen Feuer und nochmal das von Todesmagie. Okay. Verderben und Tod. Interesting. Ah, ich habe jetzt Belohnung bekommen. Kann ich bitte die Quest nochmal sehen? Ich würde die Quest sehen. Ah ja, okay. Die Hauptgeschichte geht weiter. Ziele und Tyrias Level werden angezeigt. Tyria kann ihre Truppe aus Wächtern verstärken und aufrüsten. Eine Zusammenfassung der Boni wird angezeigt. Die Aufrüstung wird hier angezeigt. Aufrüstung zu zerstören gewährt Staub. Okay. Interesting, interesting. Din, 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 din. So, was soll ich jetzt machen? Inspiriere mindestens eine Fähigkeit von Tyria. Wie mache ich denn das? Nee, ach, dahin. Ist das das? Nee, ich habe irgendwas anderes gemacht. Ich habe das equipped. Oh. Dann brauche ich jetzt die Schuhe. Ausrüsten. Aber von wo habe ich die auf einmal? Hä? Okay, das sind die Fähigkeiten, aber... Ja, Belohnung. Hä? Bin verwirrt. Ah, hier. Verfluchtes Tagebuch. Das Zauberbuch zeigt die verfluchten Patienten und ihre Ziele der... Und ihre Ziele. Level der Schwierigkeiten gefahren. Tyria kann einen von ihnen auswählen. Die Spritze. Oh Gott. Ziehen und ablegen, um die Schwierigkeiten und auch die Belohnung zu erhöhen. Also möglich eine Patientenseite mit Tinte umzuschreiben. What? Interesting. Die Hauptgeschichte geht weiter. Ziele um Tyrias Level werden angezeigt. Tyria kann ihre Truppe aus Wächtern verstärken und auch zusammen... Achso, das haben wir doch eben gelesen, oder? Okay. Brechen wir auf. Ich bin gespannt. Die Wächter beschützen Tyria während... Oh, das ist so ein Spiel. Ich kann sowas zwar nicht, aber... Bringen wir schon hin. Sehr auf den Schlachtfeld. Das Schlachtfeld, nicht Schlachtfeld. Du kannst die Wächter auf den Schlachtfeld platzieren, bevor du in den Traum aufbrichst. Okay. Kann ich schon davor machen. Hauptgeschichte weiter. Ja, okay. Wo wollen wir die denn haben? Oder wie muss ich jetzt mal wissen, wer überhaupt... ich glaube, ich mache erstmal keine Ahnung, ob das eine gute Platzierung sein wird. Wir werden es sehen. Irgendwie eine Empfehlung? Nee, schade. Okay. Oh, okay. Jetzt brechen wir auf. Okay. Ich bin gespannt. Wie es wird. Hi, ich bin im Albtraum des alten Mannes. Meine erste Erkundung. Es wird Zeit, alles gelernt in die Praxis umzusetzen, um diesen Fluch zu läuten. Endlich nimmt meine Rache Gestalt an. Nun, der erste Schritt auf eine lange Reise. Los geht's! Okay. Rechtsklick, um zu bewegen. Nicht WASD. Okay. Wir brauchen eine Feuerflamme mit Q. Okay. Q brauche ich. Für Feuerflammen. Binde mit den Würfeln einen Ausgang. Drücke G. Okay, aber... Kann ich das schon machen? Schau dir Gegenstände in der Tasche an. Prüfe die Zusammenfassung. Fliehe aus dem Traum, bevor es zu spät ist. Ah, ich kann auch. Dass mein Wächter mich nicht enttäuschen wird. Wer bist du denn? Hallo, Kleiner. Ich bin Anke zu den infizierten Räumen im Erinnerungsfragment. Tag? Ist da der Ausgang? Und mit Q kann ich Feuerbälle machen. Was ist das dafür? Und mit G? Oh, habe ich jetzt schon den Ausgang gefunden? Nee. Ach, der leitet mir den Ausgang. Der leitet mir den Weg zum Ausgang. Was ist dafür? Oh Gott, warum wird das dunkel? Oh no! Gegner! Ah, okay. Oh, das ist cool. Weg. Nein. Nicht Schaden nehmen. Was ist das für der Ausgang?
Ist der rote Kreis der Ausgang? Oh, der... Oh Gott. Hier kommt der Feind. Nein, nicht der Feind. Oh Gott, nicht da reinrennen. Okay. Oh Gott. Also, der ist schon dead. Okay. Okay, nice. Das ist der Ausgang. Ich vermute mal. Da muss ich jetzt nochmal kämpfen? Nee. Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden. Das ist cool. Damit kann man echt coole Sachen machen. Oh Gott, was... Oh Gott, was passiert jetzt? Kämpfe sind rundenbasiert. Jeder Wächter kann in seinen Zug Fähigkeiten wirken. Die Züge werden von der Zeitleiste bestimmt. Wenn alle Wächter und Feinde am Zug waren, beginnt eine neue Runde. Die spielbaren Fähigkeiten werden in Farbe gezeigt. Sie können auf Feinde und Verbündete zielen. Die Fähigkeiten können rotieren, je nachdem, ob es Nacht oder Tag ist. Das ist interessant, das Konzept. Okay. Die Fähigkeiten benötigen Eva. Es können auch andere Sorten verbraucht werden. Leben, Leiche? Die Wächter können sich bewegen, später handeln oder ihren Zug überspringen. Diese Handlung beendet ihren Zug. Kann ich ihn jetzt dann... Ah, ich kann dann... Was? Bewegung... Wie sage ich denn jetzt, was er machen soll? Hier wahrscheinlich, oder? Nee. Ah, ich muss es... Okay, tue ich dich, glaube ich, dahin. Und du... Verderben. Keine Ahnung. Ah, nee, ich glaube, ich muss mal den da wegballern. Kann das sein? Oh Gott. Die killen mich. Nein. Oh Gott. So geht das nicht. Oder ist der dran? Oh, okay. Der ist jetzt weg. Oh, Moment. Geht das? Ja. Okay, cool. Sieg! Yes! Deine Wächter haben diese Traumeindringlinge bezwungen. Toll. Mega gut. Okay. Das ist cool. Während die Enttarnung verschwinden, fühlt sich die Umgebung für Tyria weniger bedrohlich an. Der Patient stabilisiert sich, die Bedrohungsleiste leert sich und Tyria mentale Gesundheit wird um 0,5 Punkte wiederhergestellt. Ein weiterer Albtraum vertrieben. Inspiriert ein Traumgegenstand? Inspiriert ein Traumereignis? Was? Öffne oder verberge die Symptome? Wie mache ich das denn? Heller Bereich ist 100% Szene aktiver. Wo mache ich denn das? Wenn der nicht Teil der Quest ist, mit einem Klick im mittleren Maustaste ablegen. Okay. Naja, gehen wir erstmal weiter. Patientenqual abgeschlossen. Der Patient wurde gerettet. Tyria kann nun den Traum verlassen oder noch weniger bleiben. Oder noch ein wenig bleiben. Wenn sie geht, darf sie alle Belohnung behalten, die durch die Quest Taschengeld, Gegenstand und getötete Monster erhalten wurden. Okay, wir haben Belohnung bekommen. Gegenstand Level 0. Knochen und Hülsen. Ironische Stäube werden zur Erde zurückkehren. Stein, Eisen, schwer und frei von Magie. Ein Mischmaus aus verschiedenen Resten könnte man mit allen möglichen kombinieren. Stein und Eisen, schwer und frei von Magie. Gewobener und verflippter Stoff. Gemaros Wollebaum oder ähnlichen Fasern. Okay. Akzeptieren wir und gehen weiter. Cool. Das ist ein cooles Konzept. Gefällt mir. Wieder zurück in der Realität. Du kannst jetzt aufwachen, alter Mann. Was ist passiert? Ich habe dich in einen tiefen Schlaf versetzt und bin in den Albträume eingedrungen. Und mit Hilfe mit meiner Wächter habe ich deine Dämonen vertrieben. Du bist jetzt frei. Unglaublich, ich fühle mich so erleichtert. Das unsichtbare Gewicht, das so sehr um mich lastete, ist verschwunden. Wie kann ich dir danken, Hexe? Und wie ist der Name deiner Befreierin? Deine Rettung ist mir Dank genug. Aber wenn du deine Dankbarkeit mir gegenüber ziehen willst, kannst du den Einwohnern deines Dörfchens zählen, dass sie so schnell wie möglich zu mir kommen sollen. Sag ihnen, dass die bösen Mächte von einer Hexe besänftigt werden können. Von der Hexe Tyria. Ah, oh, wir spielen Tyria. Okay, das gibt eigentlich Sinn.
Neue Macht Feuerball. Tyrion hat den Zauber Feuerball zu ihren Arsenal hinzugefügt. Okay. Oh, das jetzt habe ich hier Feedback, Stardream, das. Oh, wo gehen wir hin? Also ist das hier, okay. Schau, Wächterbogen. Das werden hier angezeigt. Gibt bei den Würfels Level da sind, wenn sie gewählt hat, große Fähigkeiten freischalten von Level des Steins. Jeder Wächter hat seine eigene Arsenal an Fähigkeiten. Wenn so viele Fähigkeiten, so wenig wie du Plätze hast, okay, das gibt Sinn. Hier können teilweise an denen verstärken ihre Attribute. Traumerkundung. Warum hatten wir dieses Tutorial nicht? Ah, doch, hatten wir, glaube ich, ne? Ja, doch, hatten wir. Alles gut. Ah, das hatten wir auch. Und dann kann ich hier dann. Okay, I get it. Got it. Verstehe. Was haben wir hier? Ah, hier haben wir die Werkbank. Hier ist die Werkbank. Verstehe. 45 Staub. Wie brauche ich denn dafür? Waren das 200? Geht leider nirgendwo, oder? Naja. Denke ich wahrscheinlich hier zur nächsten Quest vermutlich. Nee. Tyrael kann mit anderen Hexen um die rund um die Welt reiben, handeln. Was? Kann nur. Ja. Ich kann nicht mehr reden. Tyrael kann mit den anderen Hexen rund um die Welt Handel treiben. Tyrael kann eine verkaufen, Seelenstein ausrüsten, teils mal in Währung, Staub, Raum und Tinte. Ja, okay. Ah, das kann ich dann kaufen und das kann ich ja verkaufen. I got it. Aber ich weiß auch nicht, was alles so gut ist und was nicht. Deswegen werde ich mir, glaube ich, erstmal nichts kaufen. Oder mal schauen. Das ist cool. Boah, ich. Ändern sich dann auch die Angebote? Warum kann ich hier nicht raufdrücken? Ein scheinbar weit entfernter Echo hallt in Tyras Gedanken wieder. Eine Gestalt nähert sich ihr. Mein Kind, ich habe endlich den Weg zu dir gefunden. Ein Geist in meiner Hütte. Unsere Zeit ist begrenzt. Du musst die Erbstücke unserer Familie zurückerlangen. Weitaus Böses. Bösere Dinge nähern sich. Du musst vorbereitet sein. Ah, ich fürchte, ich muss unsere kleine Unterhaltung in Frage stellen über die Relikte meiner Familie. Wir hatten nicht leichtfertig geredet oder gar daran gedacht, sie zu benutzen. Du musst so viele Patienten wie möglich behandeln. Lerne die tiefsten Geheimnisse deiner Hexenkunst. Mehr Behandlung? Richtig, aber was ist mit den Nebenwirkungen? Der Schemen verschwindet. In einer sich kräuselnden blau-weißen Wolke. Was? Töte Boss Blob? Wer ist Boss Blob? Ich komm einfach. Ah, das sind dann jetzt meine Quests hier, ne? Ah, ich kann dann nicht sagen, wo ich hin will. Okay. Immer von oben nach unten, denke ich. Entkomme einfach gerade. Nachmittag, Stress, Weisheit während der Erkundung vergeht 5% schneller. Okay, interesting. Ich glaube, ich lasse das einfach mal so. Dann gehen wir rein ins nächste Level. Das ist echt cool. Okay. Hallo, kleine Hexe. Ich bin ein Anker aus dem infizierten Traumaerinnerungsfragment. Sagst du noch was? Nee, okay. Dann gibt es mehrere. Was ist da? Drohungsleiste wurde verringert. Aber was ist das? Oh, Gegner! Okay. Cool. Ich glaube, wir sind in der Extra-Schule gefunden. Aber ich, was ist denn da oben so? Ich glaube, es wäre ganz cool, wenn wir ein bisschen mal erkunden. Oh, Regen. Oh, da ist eine Stadt. Yo. Kann ich da rein? Erinnerung retten? Aus der Ferne wirkt der Ort gar nicht so übel. Also dich jedoch näher, siehst du überall kämpfende Miasmen. Mit beinahe unsichtbaren Klauenflügeln. Die Geister und Erinnerungen scheinen sich um einige leuchtende Gegenstände zu streiten.
Überraschenderweise ignorieren sie den Anwesenden übersichtlich, ob du weitergehst oder diese Gegenstand aufsammeln solltest. Auch wenn dein Plan im Chaos des Ungeduldes Sieges Scheinseele. Seele adligen Wege eines Traums. Oh, jetzt kann ich einen Gegenstand auswählen. Okay. Gewicht 5. Bei unserem werden zwei zufällige Gegenstände im Inventar zerstört. What? Die Zinken kann man scheinen zu vibrieren, wenn sich deine Hand nähert. Vielleicht solltest du sie nicht anfassen. Das kannst du einen Gegenstand in der quasi mit einem Klicks oder mit deinem Maus ablenken. Gewicht 4 hat keinen. Also selten. Du kannst einen Gegenstand, der nicht Teil einer Quest ist. Okay, das ist ja nicht mal eine Beschreibung. Und Gewicht 4, aber das ist gewöhnlich. Nicht sehr wertvoll. Du kannst. Okay, das hat auch keine Beschreibung. Brust, Glückshufeisen oder Kamm. Aber ich habe was im. Ja, ich habe was im Gegenstand. Ah, aber das ist. Ich glaube, das ist sogar am besten. Naja, gönnen wir uns. Auch wenn zwei Gegenstände aus dem Inventar gelöscht werden. Sad life. Oh Gott. Kommst du noch zum Kampf? Na, ich bin noch gar nicht dran, ne? Oh Gott. So viele Gegner. So weg. Din, 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 din. Ich muss erstmal ein bisschen reinkommen. Okay. Destroyed, nice. Oh, sie hat keine Leben mehr. Verderben. Oh, es ist Nachmittag geworden. Oh, ich bin zu weit weg dafür. No. Oh, nee, bin ich nicht. Oh Gott, warum ist das jetzt so ein... Was? Nicht wieder. Was habe ich jetzt gemacht? Oh, oh no, der hat sich bewegt. Nein! Oh Gott. Oh, was? Oh Gott, was soll das denn? Hör auf, sich Quadrillion Gegner zu machen. Oh no. Limit Fire, Kill Magie, Brennung und Brennung. Hä, das hat nichts gebracht, oder? Oh no, das hat glaube ich nichts gebracht. Das was gebracht? Ja, das hat was gebracht. War doch noch klar. Wenn eine Traumdringlinge bezogen, kann ich die eine heilen oder beziehungsweise wiederbeleben? Weil die ist fast tot, beziehungsweise ist tot. Während der Erwartung verschwinden, fühlt sich die Umgebung für Tiere weniger bedrohlich an. Der Patient spaziert sich. Ja. 0,5. Oh, die Stadt ist weg. Oder sind die jetzt wieder full life? Kann ich mich irgendwie heilen? Wenn du... Sie doch irgendwie heilen können, oder nicht? Ah. Hier ist Eva. Kann ich mich da vielleicht heilen? Ah ja, ich heile mich. Okay. Das ist meine Heilquelle, verstehe. Gefunden. Wo ich mich heilen kann. Aber was ist das denn? Man, lass mich kurz heilen. Dann schaue ich mir das da mal an. Das Auge da. Ah, ich muss rechtsklick gedrückt halten, damit ich mich heile, okay. Warum heilt die nicht mehr? Oh nö. Ah doch, tut sie, okay. Ich muss wahrscheinlich weiter bewegen, oder?
Okay, full life. Oh nein. Oh nein, was? Ach nö, jetzt wo ich mich gerade voll geheilt habe, natürlich. Okay. Din. Ja, wo ist. Oh nein, aber hier sind wir nicht geheilt. Kann ich mich irgendwie heilen? Mir doch irgendwie heilen können. Mag das die Lord? Nein, sonst. Oh nein, ich. Rund aussetzen? Nee. Wird eine Scharkreuz und wird das. Außer wenn Flink. Ich kann nicht mal zurück. Das hat gar nichts gebracht. Nein! Gut, alle Richtungen wurden besiegt. Tyria wurde gewaltsam aus den Gedanken des Patienten verdrängt. Wir sind vorteilhaft. Müssen wir anders machen. Fehlstracks. Tyria ist verstanden zerstellt. Die Traumwanderung ist fehlgeschlagen. Du verlierst den Großteil des Fortschritts in diesem Traum außer 15% Würfelerfahrung. Der Patient ist in dem Tode geweiht. Oh no, was? Stefan, infiziert schwärzte Arme. Anifia, infizierte totes Herz. Ist nicht geheilt werden, Kälteres auf. Was? Oh Gott. Oh no. Jetzt werden wir dafür auch noch bestraft. Oh nein. Aber sind wir wenigstens full life? Ah, ich bin bei Traumwanderung gescheit. Jetzt sind meine Wächter verflucht. Flüche sind dauerhaft negative. Zusammenfassung: Stefan an, die vier werden verflucht mit schweren Armen, totes Herz. Aber sollte mir möglich sein, einen Fluch zu entfernen, wenn ich einen Dorfbewohner heilen kann. Ah, okay. Das ist interessant, dass man das auch wieder heilen kann. Das ist cool. Ach, ich regeneriere mich mal automatisch. Verstehe. Oh, das ist ein cooles Spiel. Das gefällt mir. Also, ich würde sagen, haben wir genug gesehen oder gehen wir rüber? Haben wir genug gesehen oder machen wir noch was? Gehen wir rüber zum nächsten Game? Ich denke, wir können rüber zum nächsten Game. Wobei, da habe ich noch viel Zeit. Wir können auch was anderes machen, weil da habe ich noch viel Zeit. Da habe ich noch 20 Tage Zeit. Also. Ja, ich werde mal ganz kurz weg, dann mal schauen, was wir denn machen danach. Also, bis gleich. Sowas kann ich. Hoffentlich. Oh nee, das ist so langsam. Warum ist das so langsam? So viel zum Thema, ich kann das. Nein! Oh Gott, wie mache ich das? Neue? Oh Gott, Socken! Ja, verdammt. Sehe ich nicht hin. Oh Gott, jetzt ist mein Licht hingefallen. Eieiei. Jetzt ist mein Licht hingefallen, oh Gott. Ah ja. Oh mein Gott. Alter. Warum muss das so laut sein? Okay.
Okay. Bevor ich einen weiteren Versuch wage. Es gab mal bei McDonald's einen Schokoladenburger? Oh, das ist kein Burger. Ups. Oh. McDonald's Rittersport ist quasi das gleiche. Genau, ducken. Kann ich mich zerquetschen lassen? Ja, kann ich. Okay. Haben wir das auch geklärt? Einen Schwein können wir noch machen. Aber jetzt habe ich das Messer nicht mehr. Naja. Bla bla, liegt eine Live on the floor. Oh, echt? Krass. Krass. Hi. Hi. Oh. Ich will. Hi. Was? Hä? Was? 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 Warum hab ich jetzt aufgemacht? Was? Dann. So, da sind wir wieder. Warum sind wir jetzt wieder mein Steam? Ich habe mich übrigens entschieden, wir gehen raus aus Tyria, dafür. Aber war auf jeden Fall ein cooles Game. Au, das war laut. War auf jeden Fall ein cooles Spiel, vielleicht werden wir es nochmal spielen. War auf jeden Fall nice. Und das heißt, wir gehen jetzt nochmal kurz rein in Railroad. Muss ich da eigentlich noch, oder ist die Deadline mittlerweile um? Es kann sein, dass ich dann auch das machen muss. Ja, muss ich noch, weil da habe ich noch 38 Tage Zeit. Aber das war auf jeden Fall ein mega nices Game. Railroad. Deswegen gehen wir dann mal rein. So. Das war mega, mega cool. Und wir werden ab jetzt auch dort eigene Musik machen. Oh no, ich bin Tag da nicht hinzugefügt, da eben gerade von. Oh no, von Tyria. Uff, ich hoffe, das war trotzdem mal bekannt. Das ist ja doof. Oh, ich hatte noch den alten Tag drin. Oh no, das ist ja doof. Verdammt. Ich hoffe, Kimi da erkennt das trotzdem an. Oh no. So, gehen wir rein in Railroad. So. Gehen wir kurz rein. Für so ein paar Minuten. Ich bin mal noch was sehen kann. Der. So, wir machen aber die Musik aus, denn meine Zeit werden die schon ein bisschen Ding sind. Deswegen machen wir unsere eigene Mucke. Warum bin ich jetzt? Okay. So, einmal kurz Looky Looky machen. Wir haben hier einen Zug. Der Molson ist gerade hier und der muss zu den Docks ein. Die Docks sind hier, das heißt, wir müssen einmal so und so und dann können wir das und so und dann können wir das freigeben. Alright, dann haben wir das. Den, haben wir noch einen anderen Zug? Nee, okay. Das ist cool. Okay. Sind da noch irgendwo hin? Nee. Okay, cool. Dann ist nice. Hm.
Wo musst du hin? Du musst nach Bapni. Bapni, dahin. Das ist mal so. Den können wir freigeben. So. Danach musst du nach Divitsche Route 1. Route. Route meine ich. Dings der Bumster. Wie heißt? Gleis. Warum ist mir das wohl nicht gefallen? Ich war heute sogar auf dem Bahnhof. We had some late trains, but not to worry. I've made bigger mistakes than this. When I first started out, way back when the stations were nationalized, the newly appointed transport minister was looking to take a ride on one of our trains. Mean Eyes Milos, they called him. Oh, nee. Well, I sent his train to the wrong station. His face was red as a tomato when he barged into the dispatch office. Was? Ah, du musst... Ah, die werden sich aber crashen. Nee, nicht freigeben. Die werden sich crashen. 10.06 Uhr fährt der los und du bist um... Oh, ne, Moment, werden die gar nicht. Ja, geil. Ne, Moment. Doch. Ist das schon losfahren? Och, nö. Ah, ich hab den nicht gewendet! Oh mein Gott, ich hab den Zug nicht gewendet! Nein! Jetzt ist der deswegen zu spät. Weil ich den Zug nicht gewendet habe und danach kommt schon direkt der nächste. Verdammt. Oh Gott. Freigeben. Fahr los. Dankeschön. So, wo musst du hin? 4 Minuten, verdammt. Hä, was? Achso, nee, das ist der hier. Der musst du den Docks. Okay. So, direkt freigeben. Boom. Wo musst du danach hin? So, Divitsche 1. 3 Minuten, nein! So, bevor ich das wieder vergesse, einmal wenden. Bumm. So, und freigeben instant. So. Also freigeben, dankeschön. Was? Was durchfahren? Musst du hin? Zu Bubny auch, okay. Well, it looks like business is going great. How about expanding our network and unlocking a new station? Oh, don't worry. I'm sure we can handle it. Holoshevitsa station sounds like a good candidate. Let's go for it. Looks like we've got enough money to purchase a platform. Let's open the buy menu and take a look. Time's ticking. We need... Perfect. Looks like we can afford a lot of the platforms, but we should focus on Holoshevitsa station for now. Wasn't this? I've got some special memories attached to that place. Go ahead. Let's buy one of the Holoshevitsa platforms. Wasn't Holoshevitsa here? Never then. Warum kann ich den nicht kaufen? Oh, I can picture it now. Walking down beside the Vltava River on my way to Holoshevitsa in the evening. Wie ging denn das nochmal? Oh, anyway, we best find a contract that puts our new platform to use. Here's the scoop. Without a conductor office linked to Holoshevitsa, the chances of snagging a green contract for it are pretty slim. Time to get that conductor office in action. Wonderful. We've got enough money to purchase a conductor office. Great. Now select the conductor office. And last but not least, build the conductor office in the highlighted cell next to Holoshevitsa station. Okay. Perfect. The conductor office is primed to receive the green contracts. Close the construction menu. Oh, fancy that! A contract's already on the table for the office we've just built. What do you say we seize the opportunity and accept it? Was ist denn das? Büro nochmal. Hier. Hey. Oh Gott, was? Was habe ich jetzt gemacht?
Was? Ah, ich hab Pause gemacht, okay. Oh Gott, ich habe es zu lange nicht gespielt. Nein, zu lange nicht gespielt, dass ich nicht mal weiß, wo das ist. Akzeptiere den Vertrag. Nee, nicht überspringen. Boah, wo kann ich den Vertrag akzeptieren? Ich weiß nicht mehr, wo das ist. Hier wahrscheinlich, da unten, okay. Nee. Einstellung? Nein. Kann ich den Vertrag nochmal akzeptieren? Verdammt. Den. Hier? Systemverbesserung? Verträge! Ah! Vertragsmann und Verschwendungsfrage vermeiden. Ja, aber wo ist denn. Ist kein neuer. Ach, Offart. Das ist der hier, ne? Nee, ist es nicht. Verdammt. Oh no, das ist gar nicht. Oh no! Oh nein, das ist das gar nicht. Ach nö. Kann ich den wieder löschen? So, das ist der. Ist das volles Service? Ja, ist es, okay. Hä? Ach ne, das war hier. Ah, notice those dotted lines? They're like gentle reminders that some tracks are missing. The oh, nein. Contract schedule might not be as precise as we'd hope. But no need to stress. After the trial train, you can fine-tune things to perfection. Now, with that in mind, let's move forward and accept the contract. Oh, doch. Oh, fancy that! A contract's already on the table for the office we've just built. What do you say we seize the opportunity and accept it? Okay. Ah, notice those dotted lines? They're like gentle reminders that some tracks are missing. Lol. The contract schedule might not be as precise as we'd hope. But no need to stress. After the trial train, you can fine-tune things to perfection. Okay. Now, with that in mind, let's move forward and accept the contract. Mach ich das denn? Mach ich doch schon. Bin ich drauf gelockt? Was ist das hier überhaupt? Oh, fancy that! A ja. Ah, notice those dotted lines? They're like gentle reminders that some tracks are missing. The contract schedule might not be as precise as we'd hope. But no need to stress. After the trial train, you can fine-tune things to perfection. Now, with that in mind, let's move. Excellent! That looks like a good contract. Next, you should build a route that runs to our new platform. Then you'll need to run the trial train. I'll trust you to do that. Remember though, we want our route to be as efficient as possible. Wo waren das nochmal? Was the wait times. Ist das? Ja. Spiel pausier dich bitte, danke schön. So, ich muss dahin. Kann ich hier drehen? Muss ich hier irgendwie? Oder hätte sich. Nee. Verbindung unmöglich. Warum denn Verbindung unmöglich? Aber wegen. Kann ich irgendwie eine Brücke oder so bauen? Nee.
Ah, ich kann aber... Wieso kann ich... Kann ich da? Ne, da kann ich nicht. Da ist der Bahnhof. Ach, das sind die bei Gleisen, ne? Oh, da muss ich ja richtig dumm fahren. Oh Gott. Richtig dumm machen. Oh, I do love laying down new track. Endless possibilities. The sounds of trains zooming along. Hey, that's given me an idea. Eine Idee. Ja, okay. Das ist übelst fürchterlich, aber kann ich mit leben. So, kann ich dann... Wieso kann der Zug da nicht hin? Oh, eine Weiche. Wie mache ich eine Weiche nochmal? Signale, Sensoren? So ist da keine Weiche. Warum ist da keine Weiche? Ist da ein Signal hin? Nein. Muss auch kein Signal hin. War das Rückenführung? Oha. Können wir noch nicht leisten. Ja, nee. Sind die Verträge. So geht das nicht. Die Sachen wieder löschen. Wie das jetzt? Nee. Wieso kann ich da keine Weiche machen? Muss er bestimmt irgendwas gemacht haben, oder? So viele Gleisen da. Ist ein bisschen doof. Ach, ich habe hier aber hier nichts anderes. Ich bin nur Signal. Soll irgendwo Weichen haben, oder nicht? Gleisen verbessern. Gleisen Gleise? Nee, mit dem Gleisen meine ich Weiche. Ja, wie habe ich nochmal Weichen gesetzt? Das Präsentationswerkzeug. Muss das jetzt hier ausgeblendet werden? Oh Gott. Bin ich hier hingekommen? Wie vielleicht beim anderen? Will ich weichen? Nee. Hä, das bleibt ja da. Den Gebäude will ich ja nicht. Leitungsgebäude. Hä? Wie waren die Weichen? Moment. Das war wahrscheinlich super simpel. Hmm.
Ha. Kann ich hier keine, warum ist da keine, muss ich da einen Sensor hin tun? Das kann sein, oder? Aber ich kann doch nur Sensoren an Bahnhöfen tun. Wir sind ja schon 80. Ah, ich muss da noch einen Sensor hin tun, wahrscheinlich. Geht trotzdem nicht. Hä? Ah, das jetzt, oder? Ja, aber ich kann ja immer noch nicht. Sagen, dass er sich ändert. Aus welchen Gründen? Wieso nicht? Warum geht das nicht? Why? Wenn das da jetzt geht, dann keine Ahnung. Kann ich dann irgendwo gesperrt. Hä, aber das geht? Warum geht das da jetzt? War das hier nicht? Sehr verwirrt. Warum geht denn das da unten nicht? Oh Gott. Das da? Ja, da geht das jetzt, komischerweise. Lol. Das ist, ne, Moment. Ich kann so machen. Von nach da, von da nach der, von da nach der, aber ich kann nicht von da nach der machen. Ich glaube, ich würde auch gerne das von... Da nach da. Das geht da jetzt auch. Aber das hier nicht. Warum geht das nicht? Das verwirrt mich. Dass das nicht geht. Nee, so hier gedrückt. Wieso geht das nicht? Ist das, weil es mitten in der Kurve ist, oder why? Ich glaube, ich muss immer so haben, oder? Und das? Geht das jetzt bei beiden? Nö, hier geht das jetzt. Warum nicht? Nee, dich nicht löschen. Dün, dün, dün.
Why? Das finde ich mal. Nee. Wie das? Ja, das ist Rucksack. Nee, verdammt. Oh Gott, mach doch nicht sowas. Mach doch jetzt so einen Schwachsinn da. Das will ich doch nicht so machen, oh Gott. Ich glaube, das ist so fürchterlich zu machen. Gott. Hä? Oh, das ist eine Herausforderung. Gesehen, von wo der kommt. Da, 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 da. Von Divice nach da, ja. Ich muss halt von Divice den Weg nach da bringen. Das kriege ich nicht hin, irgendwie. Das ist weird, oder? Ist da ein Weg? Nee, habe ich nicht, weil... Was komisch ist. Warum geht das da nicht? Also kann ich den nicht umschalten? Why? Bin so verwirrt. Warum geht das nicht? Von da nach da, das ist halt diese doofe Sache. Kann ich auch ein bisschen lang. Hm. Alles ja wieder. Vielleicht von hier aus dann. Nee. Why nicht? Warum nicht? Das kann ich einfach hier so eine neue Sätze. Wenn ich mal die Mühe. Ja, das geht gar nicht. Aber warum? Warum geht das nicht? Nice. Okay. Und willkommen. Nee, das ist... Din, din. Was ist das überhaupt? Ah, okay. Was ist da? Spanish Lefty hat nun Hoffnung. Ja, vielen, vielen Dank für den Follow. Mega, mega cool. Thanks for the follow. So, das verwirrt mich so sehr. Warum geht das nicht? Ich kann ja hier alle
umswitchen. Aber warum kann ich dann, wenn ich... Ja, da unten will ich ja nicht entlang. Wenn ich schon da hinne. Ich kann jetzt so einen krassen Umweg machen, aber das ist doch auch doof, wenn ich so einen krassen Umweg da mache. Ist halt auch nicht das, ist auch nicht wirklich doof, wohl. Wieso kann ich die nicht hier umswitchen? Ich kann aber. In welchem Gleis fährt denn der? Keine Ahnung. Aber ich kann da nicht machen. Ernsthaft? Weil wahrscheinlich war er. Okay, da geht's nicht mal weiter. Schade, schade, schade. Das wäre cool gewesen, wenn das gehen würde, aber leider nicht. Okay. Sondern einfach mal von hier so aus starten würde. Mal gucken, geht das jetzt? Hä, warum geht denn das jetzt auf einmal? Und davor nicht? Bin so verwirrt. Warum geht denn das jetzt auf einmal? Davor ging's nicht. Lol. Okay, aber cool. Gut zu wissen, jetzt funktioniert's. Nice. Nice, 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 nice. So, dann. Ich muss noch Babni Gleis 2 freigeben. Und du? Oh Gott. Ja, das ist dumm. Moment. Muss noch der. Wann? Wie spät? 10, 18? 10, 19. Und du fährst um. Jetzt doof, aber ich muss den erstmal eigentlich da hindüsen lassen. Eigentlich den da, weil. Leider, leider, weil damit die sich nicht crashen. Verdammt. Das ist doof, aber naja. Naja, naja, naja. Nee, warte mal. Kann ich den nicht einfach so Gleis 1 locken? Ah, das ist. Falsche Gleis. Das ist der falsche Gleis. Kann ich das trotzdem machen? Weil da kommt der Zug. Kommt ein Zug. Das ist nicht gut. Hoppala. Ich riskier's. Oh nein. Okay, cool. Hat nicht allzu viel. Musst du den Dogs? These manual signals are an awful amount of work. And don't get me started on if we were to make a mistake. It'd be disastrous. Das stimmt. R&D has been working on some new signals. Automatic routing signals, they call them. They should make our lives a lot easier. How about we add some to our network? Let's start by opening the system. And last but not least, let's click the upgrade button. Perfect. Yes. With that, the automatic signals are unlocked and ready for use. Let's open the build menu and see what... Ah, look, here it is. The auto signal is available for use now. Fantastic. Wollen wir das Gleis klicken? Hä? Hä? Not quite sure how to use the auto signal? I'm here to help. Uh-oh, looks like you've deselected the auto signal. Go ahead and select it again. You see some of our tracks changing color when you select the auto signal? This means that we can use this signal to control the switches that lead to those tracks. Let's try left-clicking the highlighted track to see what happens.
Wonderful! The auto signal has automatically set the switch to the track we selected. From now on, all trains on this route will safely arrive at their destinations without us needing to manually set the switch. Isn't that great? Aber das ist falsch jetzt, okay. Okay. Cool. Oh, den habe ich noch nicht gemacht. Okay. Cool. Auf jeden Fall cool. So, dann muss ich mal ganz kurz sagen, ich bin sofort zurück. Habe ich den? Nein. Das ist jetzt nicht passiert. Oh nee. Mario. Was macht ihr jetzt, Spiel? Was macht ihr jetzt? Pass es an. Oh nein, meine Hand ist immer noch frei. Mach das Dreieck irgendwie. Ich weiß noch nicht warum. Muss das so laut sein? Bin ich komisch, wenn ich sage, dass ich mal auf eine Pizza abgetan habe? Sag nicht. Von Neugier. Das sollte nicht passieren. Was? Oder soll das passieren? Ich bin verwirrt. Oh Gott, wie mache ich das? Oh Gott. Socken.
bevor ich einen weiteren Versuch wage. Oh no, die Musik geht. Die Musik geht die ganze Zeit weiter. So. Okay. Du musst du Babni. Din 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 din. I've done it. Oh, just wait until you see this. It's going to blow you away. You building that track gave me just the idea. Was denn die Untertitel denn? Private number. I better take this. Okay, no, no more. Hello? Oh, Minister Milos. Sorry, ex-minister. Hey, warum fährt denn der nicht? Oh. Yes? Oh. Well, oh, deswegen. Verdammt. Okay, okay, yes. Certainly. I'll be in contact soon. Hey, warum fährt denn der jetzt nicht? That was unexpected. Was fährt denn der jetzt nicht? Nothing really. I'll tell you about it later. Back to work. Was ist denn nicht los? Hä? Warum war das nicht freigegeben? Bin sehr verwirrt. Did you know that trains have terrible hearing? That's why they need engine ears. Bin so verwirrt. Warum fährt denn der jetzt nicht? Oh, das wäre wahrscheinlich. Hä? Ach ne, das ist noch so ein Signal da. Okay, verdammt, deswegen. Kann man dir mal sagen? Ich bin mittlerweile echt überfragt da. Oh Gott. War ein schöner Stream. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der da war. Mega, mega cool. Alter. War ein schöner Stream. Mega, mega cool. Nochmal vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der da war. Mega, mega cool. Morgen dann wieder um 19:45 Uhr. Wir sind dann hoffentlich dort dann wieder. Auf jeden Fall ein schöner Stream. Auf jeden Fall vielen Dank. Bis dann und tschüss.